Lust auf eine absolut leckere und cremige Bauernpfanne? Dann seid ihr hier genau richtig. Geht super schnell, super einfach und ihr braucht nicht viele Zutaten. Dazu nehmt ihr euch zuerst 5 bis 6 Kartoffeln. Diese schält ihr. Danach schneidet ihr sie in der Hälfte zusammen, schneidet kleine Teile dann. Wenn ihr das gemacht habt, gebt es in eine Schüssel mit Salz, Chiliflocken, Knoblauchpulver, Kümmel, Pfeffer, Paprikapulver und Öl, alles gut vermengen, in den Ofen geben, dann für gut 20 bis 25 Minuten. Währenddessen schneidet ihr eure Zwiebeln, hier habe ich 5 bis 6 Stück genommen, schneidet eure Knoblauchzehen, die auch in kleine Scheiben, dann Bratwurst anbraten, bis sie schön braun sind, dann nehmt ihr sie aus der Pfanne, gebt eure Zwiebeln hinzu, etwas Rinderbrühe, danach noch etwas Tomatenmark, alles gut verrühren, aufkochen lassen, Worcestershire-Soße dazugeben, Mehl, alles wieder gut verrühren, Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprikapulver hinzugeben, gut verrühren, Kartoffeln hinzugeben, Bratwürste darüber und schmecken lassen.